Herzinfarkt. Was tun? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. 300.000 Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Herzinfarkt. Krankenhäuser und Rettungsdienste sind gut darauf eingestellt. Dennoch kann es zu Folgekrankheiten kommen und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Ralf-Uwe Mletzko. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin und Kardiologie an den Asklepios Kliniken Schildautal-Seesen. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Mletzko. Ich bin gern gekommen. Sagen Sie uns noch mal genau, was passiert bei einem Herzinfarkt? Bei einem Herzinfarkt kommt es zu einem akuten Verschluss einer Herzkranzarterie, die dann den Blutstrom und damit auch die Versorgung des Herzmuskels mit Sauerstoff und Nährstoffen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden komplett aufhebt. Und wenn der Herzmuskel keine Ernährung, keinen Sauerstoff mehr hat, stirbt er ab an dieser Stelle. Und dieses Endstadium ist unauflöslich. Ist nicht irgendwie wie rückgängig zu machen dann wahrscheinlich auch? Rückgängig zu machen ist es schon, wenn man korrekt reagiert, sowohl als Patient als auch als Mediziner. Der Zeitfaktor spielt hier die größte Rolle. Wichtig ist, dass man innerhalb von 2 Stunden, maximal 2 Stunden, die Wiederdurchblutung des Herzmuskels erreicht. Dann besitzen die Herzmuskelzellen durchaus noch die Kompetenz, sich wieder zu regenerieren und zu gesunden. Und dann kann es auch sein, dass man den Infarkt vollkommen aufhebt. Ganz entscheidend sind die ersten Minuten, in denen der Patient reagieren muss. Wenn man mehr als 5 Minuten steigernde Schmerzen in der Brust verspürt, mit Ausstrahlung in den Arm, den Unterkiefer, den Rücken, und diese Beschwerden nicht innerhalb von 5 Minuten aufhören, dann gibt es nur eins, die 112, und sofort ins Krankenhaus. Zeit ist Leben in der Hinsicht, und deswegen ist es so wichtig, dass die Patienten gerichtet reagieren. Und sie sollten auch keine Angst haben, dass sie einmal zu viel in Rettungswagen rufen. Lieber einmal zu viel und gut überlebt, als einmal zu wenig und ein schlechtes Leben in Folge. Ja, genau. Jetzt, wo Sie das so sagen, scheint es ja häufiger vorzukommen, dass man zu bescheiden ist vielleicht, dass man denkt, oh, es geht schon vorbei. Oder dass man das vielleicht auch gar nicht so genau lokalisieren kann, wie Sie das gerade beschreiben, oder? Das ist ein Problem in der Medizin, dass wir häufig im Krankenhaus Patienten sehen, die auch über den Hausarzt behandelt werden könnten. Und die Patienten, die dringlich die Maschinerie des Krankenhauses brauchen, wenn ich das so ausdrücken darf, relativ selten sehen oder zu spät. Weil diese Patienten Sorge haben, sie nehmen was in Anspruch, was ihnen nicht zusteht. Aber ich kann es nur noch mal wiederholen. Der Herzinfarkt ist auch heute noch eine lebensbedrohliche Erkrankung, wenn er nicht zeitnah zielgerichtet behandelt wird. Und deswegen nochmal den Appell an alle, wenn Sie mehr als 5 Minuten ein starkes Schmerzgefühl in der Brust besitzen, mit Ausstrahlung in verschiedene Körperregionen wie den Arm, den Hals, den Unterkiefer, den Rücken oder bei Frauen auch, das habe ich vorhin vergessen, der Oberbauch. Und das Ganze dann vielleicht auch noch gepaart ist mit sogenannten vegetativen Symptomen wie Übelkeit, Kaltschweißigkeit, dann gibt es keine Sekunde zu verlieren. Dann bitte gleich die 112. Und diese Kollegen sind spezialisiert darauf, das Richtige zu erkennen. Und im Zweifelsfall sagen die schon, da ist nichts Schlimmes, sie können auch zu Hause bleiben. Ja, wir haben jetzt über die Todesgefahr gesprochen durch den Herzinfarkt. Das ist aber nicht das Einzige, was man erleiden kann. Man kann ja auch auf halber Strecke eine Verschlechterung erleiden dadurch, dass man sich rechtzeitig hat behandeln lassen. Ja. Das wäre dann eine Herzschwäche, ist das richtig? Das ist richtig. Das Herz ist ja eine Pumpe letztendlich, die über Muskelkraft betrieben wird. Und die Anzahl der funktionierenden Herzmuskelzellen definiert letztendlich die Leistung des Herzens. Und wenn Sie jetzt Herzmuskelzellen verlieren, wird zwangsläufig die Pumpkraft des Herzens schlechter, sodass auch die Größe des Infarktareales letztendlich die Leistungsfähigkeit des Herzens in Folge bestimmt, wenn Sie ihn nicht verhindern durch rechtzeitige Intervention.
Ja, wie stelle ich mir das vor? Also der Herzmuskel stirbt ab und dadurch verliert das Herz die Fähigkeit, also wird weniger elastisch, kann man das so ausdrücken? Das stimmt auch, aber die Hauptfähigkeit ist, dass sie aktive, kontraktile Herzmuskelzellen verlieren. Ja. Wenn Sie sich das mal wie einen Ball vorstellen oder wie einen Luftballon, und dieser Luftballon bekommt ja seine Form nur dadurch zustande, dass er gleichmäßig sich ausdehnt. Und wenn Sie die Luft rauslassen, geht sie auch nur dann komplett raus, wenn der Luftballon intakt ist. Wenn Sie jetzt eine Beule an diesem Luftballon haben, Hasenöhrchen oder sowas, dann wissen Sie, wie schwer es ist, A, dieses aufzublasen und B, aber auch da die Luft wieder rauszubekommen. Und wenn Sie jetzt einen Defekt am Herzmuskel haben, dann führt das quasi zu dieser Ausbeulung oder diesem Hasenöhrchen. Das kann nicht mehr aktiv pumpen, dieses Teil. Und das ist so, als wenn Sie bei einem Fahrzeug, bei einem 8-Zylinder auf einmal 2 Zylinder verlieren und nur noch mit 6 Zylinder fahren, dann kriegen Sie einfach nicht mehr dieselbe Leistung wie bei einem gesunden Motor. Und was werde ich davon merken als Patient? Es gibt verschiedene Sachen, die Sie merken. Also durch dieses abgestorbene Herzmuskelgewebe, und bleiben wir bei der Hauptgeschichte, nämlich der Pumpschwäche, ist es, dass Sie nicht mehr ausreichend Blut pro Zeiteinheit in den Körper verteilen. Das heißt, alle Organe müssen letztendlich mit weniger Sauerstoff und Nährstoffen Leistung erbringen. Und das funktioniert über eine gewisse Zeit und dann klappt es nicht mehr, weil sich alle Organe melden und schreien, ich brauche Luft, ich brauche was zu essen und so weiter. Das heißt, alle Organe verlieren letztendlich ihre Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit von der Verminderung der Durchblutung. Und am ehesten merken Sie das an der Lunge. Wenn Sie nicht mehr ausreichend Blut durch die Lunge pumpen, dann kann auch nicht mehr die Sauerstoffaufnahme stattfinden, wie es bei einem Gesunden stattfindet. Das heißt, das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Sie haben eh schon weniger Leistung durch verminderten Blutfluss. Und dann haben Sie auch noch weniger Sauerstoff in diesem Blut, weil es nicht mehr aufgenommen werden kann. Das heißt, das erste Symptom, was Patienten in der Regel von Herzschwäche merken, ist nicht die Luftnot, sondern der Leistungsknick, bedingt durch die Luftnot. Also gar nicht mal so sehr kurzatmig auf Anhieb, sondern eher einfach schlapp und keine Durchhaltefähigkeit. Genau. Man hört ja auch immer wieder von Wasseransammlung im Körper. Stimmt das auch? Auch das stimmt, das ist auch eine Folge der Herzinsuffizienz. Wenn das Herz nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Blut zu pumpen, muss es mit der überschüssigen Flüssigkeitsmenge irgendwo hin und es lagert es ein. Ja? Das ist so, als wenn Sie einen feuchten Keller hätten und eine vernünftige Pumpe und das Wasser immer rauskriegen und dann kriegt die Pumpe, wird alt oder kriegt einen Knacks und bringt die Leistung nicht mehr, dann haben Sie immer 5 Zentimeter Wasser im Keller. Ja, genau. Ist das ein frühes Symptom mit dem Wasser, also was einen aufmerksam machen sollte, oder taucht das erst später auf? Das ist eigentlich schon eine Folge einer manifesten Herzinsuffizienz. Ja. Zunächst ist dieser Leistungsknick, und wenn man dann die Patienten mehr oder minder insistierend befragt, was sehen Sie denn unter Leistungsknick? Dann kommt relativ schnell raus, ja, wenn ich mich belaste, fehlt mir die Luft. Ja. Ja, also es ist schon diese Luftnot, die da im Vordergrund steht und auch das Leitsymptom der Herzinsuffizienz ist, die Patienten aber gar nicht so wahrnehmen, sondern sie sagen, naja, ich werde älter und dann ist das halt so. Und bis man es als Luftnot wahrnimmt, dauert schon ein bisschen. Wie diagnostizieren Sie denn die Herzinsuffizienz dann? Da gibt es heute sehr viele gute, nicht-invasive Methoden. Also einmal die Anamneseerhebung, wie ich es ja jetzt gerade quasi schon vorgemacht habe. Ein ganz wichtiges Diagnostikum ist aber die Ultraschalluntersuchung des Herzens, weil man damit die Pumpkraft des Herzens tatsächlich in einem Film sich anschauen kann und dann ganz genau berechnen kann, wie sehr die Pumpleistung gelitten hat. Das ist, glaube ich, die Zieldiagnostik. Es gibt dann noch verschiedene Laborwerte, die auch hinweisen darauf, ob eine Herzinsuffizienz jetzt vorliegt. Aber im Wesentlichen ist es die Anamnese und die Ultraschalldiagnostik. Und wie gehen Sie dann vor?
Also primär möchte ich es ja gar nicht dazu kommen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal anknüpfen darf an die Alarmierung des Rettungsdienstes, dann ist unser erstes Geschehen natürlich, dass wir eine invasive Darstellung, also eine Katheterdiagnostik der Herzkranzarterien durchführen, um zu schauen, ist da ein Gefäß verschlossen oder nicht. Und dann in gleicher Sitzung unmittelbar innerhalb dieses vorgegebenen Zeitfensters dieses Gefäß wieder zu eröffnen. Ja, genau, das ist ja das Gute. Nicht nur gucken, sondern auch machen mit dem Herzkatheter. Genau. Ja, genau. Es ist eine Intervention, der einer Diagnostik vorgeschaltet ist. Und wenn einem das gelingt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in Folgeerkrankungen durch den Herzinfarkt mündet, sehr gering. Mhm. Haben wir jetzt aber die Herzinsuffizienz, können wir ja an der Ursache letztendlich nicht mehr viel verhindern. Totes Gewebe können Sie am Herzmuskel nicht wiederbeleben. Es ist anders, wenn Sie sich ins Bein schneiden, dann wachsen die Zellen nach, aber am Herzmuskel eben nicht, leider nicht. Und dann bedarf es einer Reihe von Medikamenten, die die Herzarbeit ökonomisieren, sagen wir. Die also versuchen, medikamentös herauszuarbeiten, und das ist eine individuell abgestimmte Therapie auf jeden einzelnen Patienten, durch Kombination unterschiedlichster Arzneimittel den Bedarf an Sauerstoff und Nährstoffen zu senken und trotzdem ein Optimum an Leistung herauszuholen. Reden wir da über Beta-Blocker und solche? Beta-Blocker ist ein ganz wesentliches Medikament in der Herzinsuffizienztherapie, aber auch die sogenannten ACE-Hemmer oder AT1-Rezeptorblocker, Aldosteron-Antagonisten, Diuretika, also wassertreibende Mittel. Das ist eine Kombination unterschiedlicher Medikamente, mittlerweile sehr gut untersucht und durch viele wissenschaftliche Studien bewiesen, dass man damit nicht nur eine Symptomverbesserung, sondern auch eine Verbesserung der Lebenserwartung, also der Prognose, wie wir das nennen, erzielen kann. Kommen da auch solche mechanischen Hilfsmittel oder elektrischen Hilfsmittel wie Herzschrittmacher oder Defis, tragbare Defis? Ja, das hängt, also das Bild der Ursachen einer Herzinsuffizienz nach einem Herzinfarkt zum Beispiel ist vielschichtig. Sie können nicht nur den Verlust der Pumpfunktion beklagen, sondern es kann tatsächlich auch zu Rhythmusstörungen kommen. Mhm. Und diese Rhythmusstörungen können entweder zu langsame Herzschlagfolge bedeuten oder viel zu schnelle Herzschlagfolge bis hin zu dem lebensbedrohlichen und sehr gefürchteten Kammerflimmern. Mhm. Und dafür gibt es tatsächlich apparative Möglichkeiten, Herzinsuffizienz zu verbessern. Das heißt, wenn das Herz zu langsam schlägt, würden wir eine Schrittmachertherapie geben. Wenn das Herz zu schnell schlägt und zu lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen neigt, würden wir einen einimplantierbaren Defibrillator wählen. Beides kann man auch kombinieren. Also jeder Defibrillator hat auch einen Herzschrittmacheranteil. Mhm. Und um es jetzt ganz komplex zu machen, gibt es auch noch Geräte, die unabhängig von der Herzrhythmusstörung durch Eingriffe in die Biochemie des Herzens in Grenzen eine Verbesserung der Pumpkraft tatsächlich erzielen können. Das nennt man Cardiac Contractility Modulation. Und dieses Gerät funktioniert letztendlich wie ein Schrittmacher, setzt elektronische Reizimpulse, die nicht jetzt zu einer Antwort am Herzmuskel führen, in dem Sinne, dass er kontrahiert, also pumpt, sondern die Biochemie des Herzens verändern und dann fördernde Enzyme wieder mehr bilden und dadurch die Pumpkraft des Herzens gesteigert wird. Also neueste Medizin, aber am Ende heißt es doch, die Symptome des Herzinfarkts zu erkennen möglichst und dann zu handeln, um gar nicht erst so weit zu kommen. Das ist richtig, ja. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund! Ja.